طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد willkommen zum الحديث السادس الحديث السادس der sechste Hadith in der أربعون النووية auch ein enorm wichtiger Hadith. Warum ist er enorm wichtig? Er gehört nämlich zu den vier Usul, die Al-Imam Abu Dawud al-Sijistani erwähnt. Ich habe mal seine Aussage hier für euch. Er sagt, der gesamte Islam hat seinen Dreh- und Angelpunkt in vier Hadith. Das ist jetzt der Hadith, der gleich kommt. Der erste, Al-Halal Ubayyin, das Erlaubte ist eindeutig klar. Hadith Nummer zwei, die Handlungen bemessen sich nur nach den Absichten. Nummer 3, zum guten Islam eines Mannes zählt es, Dinge zu lassen, die ihn nicht betreffen. Min husni Islam al mar, tarkuhu ma la ya'ni. Und viertens, entsage dem diesseits, dann liebt dich Allah und entsage dich dem, was in den Händen der Menschen ist. Die Menschen werden dich lieben. Tayyib, lesen wir einmal den Hadith vor. Eingangs wieder auf Arabisch und dann auf Deutsch. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت جزء بالوجهين لكن بعد صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الله النعمان بن بشير überliefert: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, das Erlaubte, al-Halal, ist eindeutig klar. Das Verbotene ist eindeutig klar. Zwischen beidem oder beiden liegen zweifelhafte Dinge, über die viele Leute nicht Bescheid wissen. Wer sich also von den Zweifelsfällen hütet, der hält seine Religion und Würde rein. Wer sich aber auf die Zweifelsfälle einlässt, der fällt dem Verbotenen anheim. So wie der Hirte, der seine Herde um einen bewachten Bereich weiden lässt, immer Gefahr läuft, dass sie auch in diesem Bereich weidet. Aber gewiss hat jeder König einen bewachten Bereich, aber gewiss sind die Dinge, die Allah verboten hat, Allahs bewachter Bereich. Gewiss gibt es im Körper eine Masse, wenn sie gesund ist, ist der gesamte Körper gesund. Wenn sie verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Gewiss, es ist das Herz. Dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim verzeichnet. Al-Halalu Bayyin. Der Halal ist offensichtlich, klar. Und der Haram ist offensichtlich. Was ist hiermit gemeint und was sind die Al-Mushtabihat, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith erwähnt? Dafür habe ich eine kleine Tabelle für euch vorbereitet. Schauen wir uns die mal an. Er hat hier drei Kategorien genannt. Richtig? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hier drei Kategorien genannt, in der sich die Ahkam einteilen lassen, oder so hat er sie eingeteilt. Nummer 1, Al-Halalul Bayyin, oder das nennen die Fuqaha, Al-Halalul Mahd. Al-Halal Al-Mahd. Ausdrücklich für erlaubt erklärt. Das ist gemeint mit dem der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Halalu Bayyin. Damit ist nicht gemeint, Dinge, die für dich eindeutig sind,
Weil ich mag dieses Wort nicht. Und vielleicht der eine oder andere mag vielleicht denken, der spricht immer nur über die gleiche Sache. Aber es ist ein tatsächliches Problem, dass wir haben, dieses Eindeutigkeitsverständnis. Ist eindeutig. Dieser fünfte Madhab, Al-Madhab al-Rajih. Der Prophet sagt, Al-Halal ubayyin, damit ist gemeint, Dinge, die ausdrücklich für erlaubt erklärt worden sind. Was ist das? Wenn Allah Ta'ala zum Beispiel sagt, Uhilla lakum. Uhilla lakum. Es ist für euch erlaubt worden. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr für, da ist keine Möglichkeit mehr für irgendwelche Interpretationen. Es ist erlaubt. Allah Ta'ala hat euch erlaubt. Wie er zum Beispiel sagt, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمْ حِلْ, حَلَال. Das nennt man الحلال البين. Oder er sagt, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Das gehört noch zum selben Vers. يعني هُنَّ حِلٌ لَكُمْ. Und die ehrwürdigen, ehrbaren Frauen der Ahlul Kitab sind für euch halal. Auch wenn das teilweise umstritten ist, aber man sagt, dieser Khilaf ist ausgestorben. Oder was haben wir noch für ein Beispiel? Hat jemand ein anderes Beispiel? Wir haben ebenfalls alle Ausdrücke, wo Allah Ta'ala sagt, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا جُنَاحَ. Keine Sünde liegt darin, dass ihr so und so tut. Das ist ein ausdrücklicher Ausdruck für die Legalisierung, also für den At-Tahlil, dass etwas halal ist. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ. Und es ist kein Vergehen darin, dass ihr nach der Huld Allahs strebt. Damit ist gemeint, dass ihr Handel betreibt. Dass ihr Handel betreibt, wenn ihr zum Hajj geht. Ihr geht zum Hajj und betreibt Handel. Oder eine andere Stelle, in der das vorkommt, in Bezug auf das Marschieren zwischen As-Safa und Marwa. Ja, in As-Safa und Marwa, min sha'airillah, wa man hajja al-bayta aw i'tamara, fala junaha alayhi an yatawwaf bihima. Wer den Hajj oder die Umrah macht, so liegt kein Vergehen darin, dass er zwischen diesen beiden hin und her marschiert. Das ist unabhängig davon, ob das verpflichtend ist oder nicht, darüber rede ich gerade nicht. Aber dieser Text deutet darauf hin, dass das legitim ist. Das ist der Al-Halal Al-Bayyin. Tayyib. Ausdrücklich verbotene Dinge. Al-Haramu Bayyin. Was ist das? Al-Haramu Bayyin. Ausdrücklich für verboten erklärte Dinge. Zum Beispiel mit dem Begriff Hurrima. Hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir. Verboten, Hurrima, verboten wurde euch das Blut. Was ist für hier Blut gemeint? Ad-Damul Masfuh, nicht jedes Blut. Ad-Damul Masfuh, das ist das Blut, das, wie nennt man das auf Deutsch? Ad-Damul Masfuh. Ja, das aus dem Körper fließende Blut. Nicht das Blut, das im Fleisch übrig bleibt. Das nennt man Damul Masfuh. Kadara, Al-Maita. Al-Maita, alles, Mamata Hadfa Amfi, was von sich selbst gestorben ist. Yani, damit ist gemeint, was weder durch Jagd, As-Sayd, noch durch
Al-Nahr oder Al-Zabh durch die Schächtung gestorben ist. Das nennt man Al-Maita. Wal-Lahm al-Khinzir, das Fleisch des Schweins. Das nennt man Al-Haramu al-Bayyin. Oder zum Beispiel die Aussage Allah Ta'alas, Hurrimat alaykum ummahatukum. Hier wurde auch das Wort Tahrim wieder verwendet, das ist der Al-Haram al-Bayyin. Euch sind eure Mütter verboten. Also in der Ehe. Hä? Was? Nuhitu. Na, ebenfalls ein Begriff von Nuhitu oder Nahani Rabbi oder derartiges Vorkommen. Das nennt man Al-Haram al-Bayyin. Dann haben wir eine dritte Sache, eine Kategorie. Zweifelsfälle al-Mushtabihat. Was ist das? Alle diejenigen hinsichtlich derer, die im Koran und der Sunna vorliegenden Beweise in Konflikt stehen. Es gibt einen Konflikt zwischen den Adilla, Ta'arud al-Adilla, und deren Bedeutungen umstritten sind. Hier müssen nämlich die Fuqaha und die Ahl-Ilm ran und entscheiden dann entsprechend ihrer Forschung nach bestem Gewissen, was sie präferieren an Adillan. Aber der Hadith, der kann noch mehr beinhalten, was die Shubuhat angeht, zweifelhafte Angelegenheiten. Stellen sich nämlich einige Fragen hier. Unter anderem, wir haben jetzt verstanden, dass zu den Zweifelsfällen Dinge gehören, in denen die Adilla im Konflikt stehen. Diese Adilla können Adilla Shar'iyya sein. Das heißt, dass die Nusus im Konflikt stehen. Oder es kann gewisse Usul der Scharia im Konflikt stehen. Gewisse Usul. Was ist damit gemeint? Das schauen wir uns auch mal an hier. Und zwar die Formen und Muster der Zweifel. Nicht jeder Zweifel muss gemieden werden. Nicht jeder Zweifel darf praktiziert werden. Die Zweifel sind nicht alle auf einer Stufe zu sehen. Es gibt verschiedene Ränge der Zweifel. Manche sollte man meiden, manche kann man meiden, manche muss man meiden, manche darf man nicht meiden. Wir schauen uns mal einen Teil davon ab. Formen und Muster der Zweifel. Schauen wir uns mal an, was für Zweifelsformen es gibt. Die erste Kategorie nennen wir Konflikt von Verbots- und Legitimierungsursachen. Das heißt, es gibt ja Ursachen, die für das Verbot eines bestimmten Sachverhalts aussprechen, und es gibt Ursachen, Asbab, für die Ibaha. Diese können manchmal im Konflikt stehen. So, schauen wir uns mal diese Situationen an. Ich hoffe, man kann das sehen. Moment. So. Die erste Situation. Leitsatz: Etwas ist bis auf Weiteres verboten. Also das ist der Asl, die Sache ist eigentlich verboten. Sie ist verboten. Und die Asbab der Ibaha, das heißt die Ursachen der Legitimierung, sind suspekt. Maschkuk. Zweifelsache. Was ist hier? Verbot bleibt bestehen. Das Verbot bleibt bestehen. Denn der Asl war der Tahrim. Was haben wir hier für ein Beispiel? Beispiel: Jagt, also ein Mann jagt ein Beutetier, irgendein Tier, das man essen darf. Und es fällt ins Wasser. Tayyib. Stell dir vor, er hat Pfeil und Bogen, er schießt das Tier ab, aber er hat das Tier nicht tödlich getroffen. Das heißt, es ist nicht auf der Stelle umgefallen. Es rennt fort und er läuft ihm hinterher und irgendwann sieht er, das Tier schwimmt im Wasser. Die Leiche vom Tier schwimmt im Wasser. So, wir haben hier einen Asl. Der Asl wäre, dass das Essen von Kadavern nicht legitim ist. Oder noch allgemeiner ausgedrückt,
ein Tier darf, der Asl ist, dass Tiere nicht verspeist werden dürfen. Nur wenn sie geschächtet oder gejagt worden sind. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben hier zwei Konflikte. Oder wir haben hier eine Konfliktsituation. Einmal der Asl. Und hinzu kommt, dass das Tier ein Kadaver, womöglich ein Kadaver ist. Denn es, wir wissen nicht, ist es durch das Ertrinken gestorben. Als ich es nämlich getroffen hatte, war es noch am Leben. Und es ist fortgerannt. Nur ist jetzt hier noch ein anderer Sebab des Todes da. Eine andere Todesursache ist noch da. Eine potenzielle mögliche Todesursache, das Ertrinken. In diesem Fall sagen wir Al-Aslu baqa'u makan ala makan oder yustashabu al-Aslu. Das darf er nicht essen, dieses Tier. Aber wie ihr seht, handelt es sich hier um ein einzelnes, eingeschränktes Tier. Einzelfall. Es gibt in dieser Qaida hat nämlich gewisse Ausnahmen. Gehen wir zum Fall Nummer 2. Etwas, also der Asl an einer Sache ist, dass es legitim ist. Etwas ist bis auf Weiteres erlaubt. Das ist die Grundlage. Diese Sache ist grundsätzlich erlaubt. Oder die Ursache, die Legitimierungsursache ist da. Und die Verbotsursache, die dazugekommen ist, ist nur suspekt, von der wir ausgehen, dass sie dazugekommen ist. Ein Beispiel, damit ihr das auch versteht. Ein Mann sagt, wenn dieser Vogel ein Rabe ist oder war, ja, er sieht einen Vogel im Himmel, aber er hat nicht genau erkannt, was das ist. Er ist verheiratet. Er hat eine Frau, er ist mit ihr verheiratet, mit einem rechtmäßigen Vertrag und die Frau ist für ihn dementsprechend halal, oder? Das ist der Asl. Tayyib. Er sagt hier, wenn dieser Vogel ein Rabe ist, dann ist meine Frau geschieden. Das ist nur ein Beispiel. Beispiele müssen nicht realistisch sein und müssen nicht immer Sinn ergeben. Tayyib. Er weiß jetzt nicht, ist es ein Rabe gewesen oder was anderes. Er hat seine Brille vergessen. Was macht er in diesem Fall? Ist die Frau geschieden in diesem Fall? Nein. Das ist nämlich suspekt. Die Scheidung wäre ein Sabab, Talaq, Sabab und Tahrim. Ist eine Ursache für den Tahrim. Er ist aber nur suspekt, also behalten wir den Asl. Er darf weiterhin mit dieser Frau leben und die Scheidung trifft nicht. Übrigens, diese Mas'ala haben viele Leute, was die Zweifel bei Scheidung angeht, das ist eine häufig auftretende Frage. Die Leute wissen nicht mehr, ob sie ihre Frauen geschieden haben oder nicht. Ich komme auf die Frage, ich bin mir nicht mehr sicher oder ich zweifle darüber, was ich ihr gesagt habe. Habe ich sie geschieden? Ich erinnere mich nicht mehr. Was ist in diesem Fall? Ist nicht geschieden. Ist nicht geschieden. Er weiß nicht, habe ich sie zweimal geschieden oder dreimal? Wir gehen von der Gewissheit aus, von dem Geringeren. Zweimal. Gehen wir weiter zu Fall Nummer 3. Etwas ist grundsätzlich verboten, also Aslu Tahrim, aber es ergibt sich etwas, das mit starker Vermutung die Legalität dieser jeweiligen Handlung oder des Objekts fordert. Dafür kehren wir nochmal zum Fallbeispiel Nummer 1 zurück mit der Jagd. Mit der Jagd, ja. Das gleiche Beispiel. Nur diesmal verändern wir es ein wenig. Grundsätzlich haben wir gesagt, Tiere zu verspeisen ist nicht legitim, sofern sie nicht durch Schächtung oder Opferung umgekommen sind. So, jetzt er jagt wieder ein Tier. Er trifft es auch. Und das Tier flüchtet wieder. Er ist ihm hinterher. Und nach einer gewissen Entfernung findet er es wieder. Das Tier liegt vorne, tot umgefallen, mit dem Pfeil im Körper.
Es ist keine andere Spur von Verletzung da, keine andere Todesursache ist erkennbar. Was machen wir in diesem Fall? Die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier durch etwas anderes gestorben ist, ist ja sehr gering. Und hier handeln wir nach dem Al-Ghalib Al-Zahir. يُعْمَلُ الظَّاهِرُ وَيُتْرَكُ الْأَصْلُ. Hier geht man nach dem Wahrscheinlicheren, nach dem Wahrscheinlicheren, und der Asl wird missachtet. Es gibt nämlich eine Regel im Fiqh, die besagt, لا عبرة بالتوهم. لا عبرة بالتوهم. Das sagt, schwächere Vermutungen werden nicht geachtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tier durch was anderes gestorben ist, eine schwache Vermutung gegenüber einer starken Vermutung, deswegen wird sie missachtet. Hier das zu nicht zu essen, ist eine Form von Waswasa. Das ist eine Form, oder zumindest kann es eine Form der Waswasa sein. Tayyib, letzte Situation. Oder nochmal zu der Waswasa. Beispielsweise jemand hat, es gibt Leute, die haben sowas wie eine Phobie. Er hat beispielsweise vor sich Wasser. Der Asl im Wasser ist, dass es Tahir ist, oder nicht? Al-Aslu fil Miyahi al-Tahara. Sahih? Er hat jetzt vor sich ein Gefäß mit Wasser gefüllt. Dieses Wasser ist klar, hat keine Spuren von Veränderungen. Aber er hat das Wasser nicht die ganze Zeit im Auge gehabt. Und es stand draußen im Hof. Und da gibt es Katzen und es gibt Hunde und Ratten und alles Mögliche. Aber das Wasser sieht ganz normal aus. Er sieht daran auch keine Veränderung, wie gesagt. Es ist klar. Sollte er das meiden? Das zu meiden ist Waswasa. Das Waswasa, das Rulu. Das zu meiden ist Extremität und Rulu, die Salaf kritisiert haben. Besonders in Angelegenheiten des Wassers. Oder er tritt draußen, läuft auf der Straße rum, hat ein bisschen Schlamm abgekriegt auf seine Schuhe, auf seine Kleidung und er zieht sie zu Hause aus. Es könnte sein, dass hier ein Hund uriniert hat. Dieser Schlamm, das kann sein, dass es kein Wasser ist, dass es Urin ist. Das ist auch Übertreibung und Rulu. Und derartiges zu beachten ist Waswasa, das muss er nicht. Vierte und letzte Situation, etwas ist grundsätzlich erlaubt, aber es ergibt sich etwas, das mit starker Vermutung ein Verbot mit sich zieht. Beispiel, findet zwei Gefäße mit Wasser. Aufgrund bestimmter offensichtlicher Indizien geht, jetzt habe ich ein Wort zu viel, vermutet er die Verunreinigung. Al-Qara'in. In diesem Fall sagen die Hanabila, dass er das meiden muss. Das war nur eine Situation. Also wenn ein Konflikt zwischen den Ursachen des Tahrim und den Ursachen der Ibaha besteht. Es gibt auch noch eine andere Form von, ich nenne es mal Konflikt, und zwar Ikhtilatul Halali bil Haram. Die Vermengung von Erlaubten mit Verbotenem. Das ist eine andere Ausgangssituation, aber auch sie hat mehrere Fälle. Schauen wir uns mal diese Fälle an. Erstes Beispiel. Wenn ein geschächtetes Tier mit einem Kadaver oder 10 Kadavern vermengt wird. Wir waren stehen geblieben bei der Thematik, die sich Ikhtilatul Halal bil Haram nennt. Und zwar die Vermengung von Erlaubtem mit Verbotenem. Das ist nämlich eine Form der Shubha. Eine Form der Shubha ist der Al-Ikhtilat. Die Shubha Nummer 1 war der Konflikt, den ich vorhin genannt habe. Und den Konflikt haben wir eingeteilt in zwei Kategorien. Konflikt Al-Ta'arud bayn al-Adilla, Konflikt zwischen den Adilla
Und das zweite, At-ta'arudu bayn al-asli wal-zahir. Konflikte zwischen dem Asl und dem Zahir. Also grundlegenden Prinzipien mit offensichtlichen Zuständen. Den haben wir geklärt. Kommen wir zur nächsten Form der Shubha. Ikhtilatul halal bil haram. Hier haben wir gesagt, gibt es ebenfalls einige Situationen, die wir anhand von Beispielen festmachen. Wie man sagt im Arabischen, وَبِالْمِثَالْ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ. Beispiel Nummer 1, wenn ein geschächtetes Tier mit einem Kadaver oder 10 Kadavern vermengt wird und die Differenzierung nicht mehr möglich ist. Also stell dir vor, du hast ein Tier geschächtet oder gejagt. Gejagt, zum Beispiel indem du einen Jagdhund ausgeschickt hast. Erlaubt oder nicht? Du hast einen Jagdhund ausgeschickt, einen trainierten Hund, hast ihn ausgeschickt und er hat für dich etwas gefangen. Er hat für dich etwas gefangen, du gehst dorthin und siehst, neben diesem Tier liegt noch ein totes Tier. Wir haben also ein gejagtes Tier oder ein geschächtetes Tier und ein Kadaver. Du weißt aber jetzt nicht, welcher der Kadaver ist und welcher das gejagte oder das Beutetier ist oder das geschächtete Tier. In diesem Fall, was machen wir? Da gibt es ein Prinzip, eine Qaida Usuliyya, die Usuliyun erwähnen. Sie sagen, ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بتركه فتركه واجب. Dinge, also wenn man das Haram, wenn die Unterlassung des Haram nur durch die Unterlassung einer anderen Tat möglich ist, dann muss diese auch unterlassen werden. Das ist genau wie bei der umgekehrt. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Alles, wovon die Ausführung und die Durchführung des Wajib abhängig ist, ist auch Wajib. Diese Regel wird aber auch missverstanden. Und um dieses Missverständnis kurz aufzuheben, eine kleine Erläuterung zu dieser Regel hier. Diese Regel sagt nicht, مَا لَا يَتِمُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Sie sagt, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke. Die haben zwei verschiedene Bedeutungen. Das, wovon die Erfüllung einer Pflicht, einer bereits ja in zur Pflicht gewordenen Tat abhängig ist, ist auch verpflichtend. Sie sagt nicht, das, wovon das Pflichtwerden oder zur Pflichtwerden einer Tat abhängig ist, ist auch verpflichtend. Das sind zwei verschiedene Dinge. Anhand eines Beispiels soll das vielleicht wird es deutlicher. Eine Frage. Jemand hat kein Geld für die Hajj. Die Hajj ist eine Pflicht. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Du hast nicht das Geld dazu. Bist du dazu angehalten, dieses Geld zu erwirtschaften? Nein, Taib. Du hast nicht den Nisab der Zakat. Bist du dazu angehalten, den Nisab zu erreichen? Nehmen wir mal an, die Bedingungen für das Salat al-Jumu'ah sind 40 anwesende Personen, Männer. Wie es der Madhab mancher Fuqaha ist. Ich bin in einem Dorf, in dem keine 40 Männer vorhanden sind. Ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, 40 Männer zusammenzukriegen? Ist nicht meine Pflicht. Tayyib. Inwiefern gilt dann diese Regel hier? Wisst ihr, was der Unterschied hier ist zwischen diesem Beispiel und zum Beispiel, jemand hat kein Wasser vor Ort, er hat kein Wasser zu Hause und die Gebetszeit ist eingetroffen und er muss den Wudu nehmen. Tayyib. Darf er Tayyib machen? Darf er nicht. Warum?
Er kann runtergehen und eine Flasche Wasser kaufen. Muss er die kaufen? Er muss sie kaufen. Nehmen wir an, ein anderes Beispiel. Da gibt es keine Geschäfte, aber es gibt einen Brunnen. Er hat aber kein Seil und keinen Eimer. Er muss einen Eimer kaufen. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Beispielen und den Beispielen, die wir am Anfang genannt haben? Der Unterschied ist ganz offensichtlich. Die Dinge, die wir am Anfang genannt haben, waren noch gar nicht zur Pflicht geworden, weil die Bedingungen der Pflicht des Wujub, Shurut al-Wujub, gar nicht gegeben war. Eine Bedingung der Pflicht des Hajj ist, dass man das Vermögen dazu hat, al-Qudra. Die war gar nicht gegeben, also ist es nicht verpflichtend. Und wir haben, wie gesagt, nicht gesagt, die Regel lautet, alles, wovon die Ausführung bereits zur Pflicht gewordener Taten abhängig ist, ist verpflichtend. Der Hajj ist noch nicht verpflichtend. Das Jumu'ah ist auch noch nicht verpflichtend, wenn die Bedingungen gar nicht gegeben sind. Jetzt in diesem Beispiel das Tayammum, aber das Gebet verpflichtend oder nicht? Wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, ist er von dem Gebet angesprochen. Es ist bereits zur Pflicht geworden. Also ist er auch dazu angehalten, sich um die Bedingungen dieser Pflicht zu kümmern. Verstehst du den Unterschied? Und genauso umgekehrt mit dem Haram. Wenn etwas Haram geworden ist und diese verbotene Handlung, ganz wichtiger Punkt übrigens, verboten sind immer nur Handlungen, nicht Objekte oder Dinge. Was bedeutet das? Wenn wir vom Taklif sprechen, das heißt, At-Taklif bedeutet Zurechnungsfähigkeit oder At-Taklif bedeutet die Ahkam Allah Ta'alas, die beziehen sich immer nur auf Handlungen von Individuen und nicht auf Gegenstände oder Objekte. Das heißt, wenn ich sage, Schwein ist haram. Was heißt Schwein ist haram? Dieses Tier selbst ist nicht haram. Versteht ihr? Es sind Handlungen des Mukallaf, die mit dem Schwein zu tun haben, welche haram sind. Zum Beispiel das Essen. Und deswegen gibt es auch in manchen Nusus gewisse Unstimmigkeiten unter den Ahlul Ilm. Wenn die Hurma in den Nusus bezogen wird auf die Objekte selbst, dann muss man sich nämlich ein Verb hindenken. Und dann kann es manchmal dann zu Unstimmigkeiten kommen. Jedenfalls, in diesem Fall jetzt, ein Kadaver, ein geschächtetes Tier. Du kannst nicht differenzieren. Du kannst den Kadaver nur meiden, wenn du auch das geschächtete Tier meidest. Verstehst du? Andernfalls ist es nicht möglich. Aber, hier kommt ein Aber. Das bezieht sich nur auf beschränkte verbotene Dinge. Also ich meine, die in ihrer Anzahl beschränkt sind. Versteht ihr? Was heißt das genau? Ein Kadaver und ein geschächtetes Tier. Beschränkt. Zwei Kadaver, ein geschächtetes Tier. Oder umgekehrt. Vier Kadaver, zwei geschächtete Tiere. Weil das Meiden hier machbar ist. Ohne große Umstände. Das gleiche gilt, ich habe noch ein Beispiel erwähnt, eine Milchschwester. Milchschwestern darf man heiraten oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Aisha, in den Sahihain, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ. Alles, was wegen Blutverwandtschaft verboten ist, genauso ist alles in der Milchverwandtschaft verboten. Das heißt, in der Blutverwandtschaft ist dein Bruder verboten, auch dein Milchbruder. Deine Schwester ist verboten, auch deine Milchschwester. Das ist mit dem Hadith hier gemeint. Nehmen wir an, du bist in einem Dorf, in diesem Dorf wohnen 10 Frauen oder 10 Häuser, in denen sind 10 Mädchen. Und eines dieser Mädchen ist deine Milchschwester, aber du weißt nicht mehr genau wer. Du weißt aber sicher, mit Gewissheit, eine dieser 10 oder 5 Frauen in dieser kleinen Siedlung, sie ist deine Milchschwester. Nun,
Wenn du eine dieser Frauen heiratest, kann es durchaus sein, dass du deine Milchschwester geheiratet hast. Richtig? Also darfst du diese Frauen nicht heiraten, du musst sie alle meiden. Aber das gilt, wie gesagt, nur bei beschränkten Dingen. Beschränkt ja in einer kleinen Anzahl. Wenn das so groß wird, wenn es ins Unbeschränkte geht, dann wenden wir diese Regel nicht mehr an. Dann wenden wir eine andere Regel, ein anderes Prinzip der Scharia an. Das lautet Umum al-Balwa. Umum al-Balwa. Ein Beispiel dafür wäre dann hier Punkt 2. Eine unbeschränkte Anzahl von Erlaubten, Adadun ghayr mahsur, vermengt sich mit einer beschränkten Anzahl von Verbotenem. Haram und Mahsur. Dieser Zweifelsfall muss nicht gemieden werden. Das führt nämlich zu großen Umständen und Mashaqqat. Diese Form der Mashaqqa ist in der Scharia nicht präsent. Al-Mashaqqatu tajlibu al-taysir. Und sie sagen, Zadaq al-Amru ittasa. Wenn die Sache zu eng wird, das sind die Prinzipien der Scharia, wenn die Sache zu eng wird, dehnt sie sich wieder aus. Ja, ein Beispiel dafür. Ich habe einen Schlachthof. In diesem Schlachthof habe ich 99 oder sagen wir 95, wenn wir ein bisschen gutmütiger sein wollen, 90 Tiere geschlachtet. Davon sind 10 aber schon vor der Schächtung gestorben. Ich weiß aber nicht mehr, welche diese Kadaver sind. Ich habe einfach nur einen Haufen von toten Tieren vor mir, 100 Stück. 1, 2, 3, 4 davon sind Kadaver. Muss ich jetzt alle 100 wegschmeißen? Nein. Ich bin in einer Stadt, in der wohnen 100 Frauen. Eine dieser 100 Frauen ist eine Milchschwester. Ich weiß aber nicht wer. Muss ich alle Frauen meiden? Darf ich keine mehr heiraten? Das ist eine Form der Mashaqqa, die in der Scharia nicht geduldet wird. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Ta'ala möchte es euch leicht machen. Bu'istu bil hanifiyyati samha. Ich wurde mit der Hanifiyya, also dieser Religion, der leichten Hanifiyya geschickt. Das ist nämlich eine Form von Aufbürdung, die teilweise unerträglich sein kann. Tayyib, gehen wir weiter. Das war die zweite Situation. Situation Nummer 3. Unbeschränkte Anzahl von Verbotenen vermengt eine unbeschränkte Anzahl von Erlaubten. Auch diese muss nicht gemieden werden, aber kann. Das zu den Shubuhat. Jetzt stellt sich eine sehr wichtige Frage. Was verstehen wir denn aus diesem Hadith? Schauen wir uns nochmal den Hadith an. Zurück. Schauen wir uns noch einmal diesen Hadith, den Wortlaut des Hadith an. Oh, hier. Wer sich auf die Zweifelsfälle einlässt, der fällt dem Verbotenen anheim. Man waqa'a fi shubuhat. Was versteht ihr darunter? Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, wie man das interpretieren kann. Man waqa'a fi shubuhat, waqa'a fi haram. Das kann zwei Sachen, eins von zwei Sachen bedeuten. Und zwar tatsächlich, wer die Shubuhat begeht, wer sich auf Shubuhat einlässt, der hat bereits damit etwas Verbotenes getan. Aber nicht alle Shubuhat, wie ich schon geklärt habe. Das kann aber auch heißen, dass, wie ihr beide gerade gesagt habt, wer sich auf die Shubuhat einlässt, der wird früher oder später dann auch das Verbotene begehen, bewusst oder unbewusst. Welche der beiden Bedeutungen ist wohl eher wahrscheinlicher? Warum das Zweite?
Naam. Das zweite, das Beispiel, das der Prophet danach gibt, das lässt stark anmuten, dass hiermit gemeint ist, er wird früher oder später ins Verbotene fallen. Nicht, dass er bereits mit dem sich einlassen auf die Schubuhat etwas Verbotenes getan hat. Warum? Er sagt nämlich, Karra'i yara'a hawla al-hima, wie ein Hirte, der mit seiner Herde um ein Schutzgebiet weidet. Hat er schon damit, ist er schon damit ins Schutzgebiet eingedrungen? Ja. Der Prophet sagt, es kann durchaus passieren, dass seine Herde, du hast die Herde nicht immer unter Kontrolle, oder? Da geht einer nach rechts, ein Schäfchen geht nach links. Und es kann sein, wenn du an der Grenze läufst, an der Grenze des Gebietes, da kann es durchaus passieren, dass deine Tiere mal nach links ausweichen und ein bisschen auf diesem Schutzgebiet weiden. Dann bist du eingetreten. Und so verhält es sich mit jemandem, der am Rande der Schubuhat gleitet. Es kann durchaus passieren, dass er mal mit einem Fuß reintappt. Das ist hier gemeint in dem Hadith. Ein anderer Punkt. Es gibt Schubuhat, es gibt Dinge, die sind für manche Menschen Schubuhat, für mich aber nicht. Möglich oder nicht? Das ist möglich, der Hadith sagt das doch aus. لا يعلمهن كثير من الناس. Viele Menschen wissen nichts über sie. Das heißt, es gibt Menschen, die das wissen. Wenn es für mich keine Schubha darin gibt, dann fällt das nicht unbedingt zum Hadith, dann muss ich das nicht unbedingt meiden, aber ich kann das aus einer anderen Perspektive meiden, um meine Würde zu bewahren. Weil die Menschen sind wie Fliegen, viele, sie fallen nur auf Schmutz. Und wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht, der sieht hier, das ist etwas, für die meisten Menschen ist das so eine zweifelhafte Angelegenheit oder für sie ist das etwas, die Menschen wissen es nicht, es ist für sie etwas Verbotenes. Für dich aber nicht. Für dich ist es nicht etwas Verbotenes. Du weißt beispielsweise, das ist der Madhab, die Rechtsschule, der du folgst, das ist eine offizielle anerkannte Meinung bei ihnen, dass man das machen darf. Aber die Menschen wissen das nicht. So. Wenn du das in der Öffentlichkeit tust, wirst du dafür angeprangert. Man wird dich ins schlechte Licht ziehen. Man wird schlecht über dich reden. Und damit wird deine Würde angegriffen. So etwas sollte man meiden, wenn man es meiden kann. Wenn dir dadurch kein großer Nutzen entgeht, dann sollte man es meiden. Und deswegen wird überliefert, dass der Prophet in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Nachts, er war in seinem Mu'takaf, und eine seiner Frauen, Safiya, hat ihn nachts besucht. Sie ist aus ihrem Haus in die Moschee gegangen oder hat draußen gestanden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand an der Tür, es war dunkel. Und da haben zwei Männer, die haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen und sind dann angerannt gekommen. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam steht da mit einer Frau, wer ist das? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schon von weitem, sie waren noch nicht angekommen. Er sagte, mach das langsam, es ist Safiya, also meine Frau. Und dann sagten sie, dann haben sie Ausdrücke gesagt, ja, nicht so, wie, nein, nein, meine nicht so. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der weiß, dass der Teufel, dass der Shaitan im Menschen fließt, wie sein Blut fließt. Er sagte, inna ash-shaytana yajri min ibni Adam majra ad-dam. Der Teufel, der Shaitan, fließt im Blut des Menschen. Und ich hatte Angst oder ich befürchtete, dass er etwas in euer Herz wirft. Also solche Gedanken. Deswegen, wer sich vor derartigen Zuständen schützen kann, der sollte das tun. Und das zeigt auch, dass der Mensch darum bemüht sein soll, seine Würde sauber zu halten. Seine Würde sauber zu halten. Sich nicht in Situationen zu begeben, die dazu führen könnten, auch wenn du nichts Falsches machst. Auch wenn du nichts Falsches machst, die deine Würde beflecken könnten. Ja, wie beispielsweise jemand, dieses Beispiel habe ich oft gegeben,
weil mir persönlich kein anderes einfällt, wie jemand, der, ein Muslim, der trinkt keinen Alkohol, der macht nichts, aber der steht irgendwie immer vor einer Bar und einer Kneipe. Er trinkt nichts. Er macht es. Aber es ist so sein Ort, da trifft er sich, da ist eine Bank vor der Bar und er trifft sich dort immer mit seinen Freunden. Und sie sitzen dort. Wenn du das einmal siehst, wirst du darüber weggucken. Beim zweiten Mal auch. Aber beim dritten Mal wirst du dir sagen, es ist komisch. Was macht der hier? Der hat nichts Verbotenes gemacht und er wollte das auch nicht, aber du machst dich selbst zu einer Zielscheibe. Und das solltest du meiden. Alkoholfreie Bier in der Öffentlichkeit. Ja, auch alkoholfreies Bier in der Öffentlichkeit zu trinken, ist auch nicht so eine Sache. Außer du bist nur umgeben von Leuten, wo du weißt, ja, dass es dort bekannt ist. Oder, aber wenn du beispielsweise in einer Gesellschaft, du weißt, hier laufen, passieren viele Muslime vorbei und dann sitzt du mit so einer Flasche dort, ist alkoholfrei und trinkst es, das ist nicht so gut. Sieht auch nicht so sauber aus. Tayyib. Danach schließt der Prophet sallallahu diesen Hadith ab mit einer äußerst wichtigen Aussage, und zwar etwas, worauf man heute Priorität setzen sollte, was leider aber nicht mehr gemacht wird. Es ist ein Thema, das sehr vernachlässigt wird. Die Tazkiya. Tazkiya wa Suluk. Und dieser Hadith ist ein Asl in diesem Thema. In dem Themenbereich, der Prophet sagt, Ala wa inna al-jasadi mudra, idha salahat, salah al-jasadu kullu, wa idha fasadat, fasad al-jasadu kullu, ala wa yiqal. Wahrlich, es gibt im Körper eine Masse. Wenn sie in Ordnung ist, wenn sie gesund ist, ist die Gesamtheit des Körpers gesund, funktionsfähig. Ist sie verdorben und erkrankt, erkrankt der gesamte Körper, und das ist das Herz. Hier ist natürlich nicht mit dem Herz diese Pumpe gemeint, die dein Blut durch deinen Körper pumpt. Hiermit ist, mit dem Herz ist hier deine geistige, Gesundheit gemeint. Die Gesundheit deines Nefs. Und die Freiheit dieses Nefs vor den ganzen beeinträchtigenden Krankheiten des Herzens, zu denen unzählige Dinge gehören, wie der Al-Ujb, habe ich vorhin schon genannt, Selbsteinbildung, Al-Kibr, Hochmut. Al-Kibr führt nämlich auch zum zum Tahqir des Muslims, anderer Muslime, sie zu herabzuwürdigen. Der Prophet sagte, wie ihm ein Hadith vorkommt, in der Al-Arba'un al-Nawawiyya, er sagte, Kafa bil mar'i sharran oder ithman an yahqira akhahu al-muslim. Es ist ausreichend, es genügt als Sünde, also es genügt als Sünde, da braucht man keine weiteren Sünden mehr begehen, oder als Übel, dass der Muslim seinen Bruder, den Muslim, dass er ihn herabwürdigt. Ja, in dem ist gemeint, dass er ihn als unter sich sieht. Er sieht sich über ihn. Das ist nämlich der Kibr. Also, so hat ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam definiert. Und zwar, ja, wie gesagt, ein Thema, das viel zu kurz behandelt wird, ist die Tazkiya und der sogenannte Ilm al-Suluk, Charakterläuterung, Charakteranalyse. Und dieser Hadith ist ein Asl in diesem Themenbereich. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für die Gesundheit des Körpers, das ist, hiermit ist gemeint, die Gesundheit der Gesamtheit des Menschen ist abhängig von der Gesundheit des Herzens. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An diesem Tag wird werden weder Kinder noch Vermögen nutzen, außer wer zu Allah mit einem gesunden Herzen kommt. Was ist ein gesundes Herz eigentlich? Die Krankheiten, die ein Herz betreffen können, sind zweierlei Art.
Ash-shahawatu wash-shubuhat. Diese zwei Dinge machen die Herzen krank oder sind die Herzenskrankheit. Shahawat und Shubuhat. Shahawat bedeutet, dass deine, ich nenne es mal die Antriebe, die Antriebskraft des Menschen, die dich antreibt, dass sie dich ständig und stetig zum Verbotenen lenkt und treibt. Dass das nicht gezügelt wird. Und die Shubuhat, deine Vorstellungen über die Religion sind unklar. Shubuhat, Vorstellungen, Einstellungen in der Aqidah oder im Suluk oder in der Manhajiyya sind nicht korrekt. Oder anders ausgedrückt, Ibn Rajab rahimahullah, bringt etwas sehr Wichtiges auf den Punkt. Er sagt, weil wir sprechen immer über den Tawhid, was ist der Tawhid? Für uns ist der Tawhid etwas sehr Theoretisches. Tawhid ist nur so diese Theorie, Atmen des Tawhid. Das ist alles Haq, kein Problem. Aber das macht dich nicht zum großen Wahid, die Sachen auswendig zu lernen und sie zu können. Die Auslegung der Tawhid ist was ganz anderes. Hören wir uns mal an, was Ibn Rajab dazu sagt. Wie erklärt Ibn Rajab den Tawhid? Er erklärt das gesunde Herz. Er sagt, فَإِنْ كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا. Er erklärt das gesunde Herz. لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَحَبَّةُ اللَّهِ وَمَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وخشية الوقوع فيما يكره صالحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها. Das gesunde Herz ist das Herz, das gefüllt ist, also ich drücke das in meinen Worten aus, gefüllt ist mit der Liebe zu Allah Ta'ala, in dem kein Platz mehr ist für die Liebe anderer. Ein Herz, das gefüllt ist von der Furcht Allah Ta'alas, worin kein Platz ist für die Furcht vor anderen. Ein Herz, das gefüllt ist von der Ehrfurcht gegenüber Allah Ta'ala, sodass kein anderer Platz mehr drin ist. Das nennt man At-Tawhid. Das ist der At-Tawhid. Das hat nämlich zwingend zur Folge, dass der Mensch nur noch dazu bestrebt ist, jene Dinge zu verwirklichen, die, wir haben ja die Liebe vom Diener zu Allah Ta'ala. Aber es gibt noch die andere Seite, dass Allah Ta'ala den Diener liebt. Das ist nicht zwingend erforderlich. Aber wenn das Herz des Dieners von der Liebe Allah Ta'ala gefüllt ist, ist er dazu bestrebt, also er liebt erstmal die sämtliche Dinge, die Allah Ta'ala liebt, und ist bestrebt, diese zu gewinnen und zu bekommen. Das ist ein Streben. Weil ein krankes Herz, wenn er Dinge, Neigungen und Liebe hat zu Dingen, die Allah Ta'ala verabscheut, das ist ein krankes Herz. Wenn sein Herz überfüllt ist von Shahawat, das ist ein krankes Herz. Wenn sein Morgen damit beginnt, nur über seine Shahawat zu denken, das ist ein krankes Herz. Das heißt, der vollkommene Tawhid ist nicht, dass du die drei Arten des Tawhid kennst und die Nawaqid des Tawhid. Das macht dich nicht zum vollkommenen Muwahhid. Der vollkommene Muwahhid, der vollkommene Tawhid. Deswegen, sich selbst Muwahhid die ganze Zeit zu nennen, das ist auch eine Form der Tazkiyah. Sich selber die ganze Zeit mit solchen Namen anzusprechen, ich finde das nicht korrekt. Nenn dich Muslim. Wenn du sagst, Muwahhid, sag Insha'Allah, wie du sagst, Mu'min und Insha'Allah. Aber sich mit solchen Namen zu betiteln, ist nicht unbedingt ganz korrekt. Weil der vollkommene Tawhid eben dieser Aspekt ist. Der vollkommene Tawhid bedeutet, dass dein Herz gefüllt ist von diesen Dingen. Und dass kein Platz mehr für andere da ist. Und diesen Rang erreichen nur die wenigsten Menschen. Einen derartigen Rang erreichen nur die geringsten Menschen.
Tayyib. Und er sagt, er drückt das noch einmal so aus, er sagt, Ibn Rajab hier nochmal, فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ, das gesunde Herz, هُوَ السَّالِمُ مِنَ الْآفَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ, das gesunde Herz ist das Herz, das frei ist von den Makruhat, den unerwünschten Zuständen, das frei ist von Krankheiten und beeinträchtigenden Dingen. Und was ist das für ein Herz? Er sagt, وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَخَشْيَةُ مَا يُبَعِدُ مِنْهِ. Das ist das Herz, das nur Platz hat für die Liebe Allah Ta'alas und die Liebe dessen, was er liebt, und die Furcht vor ihm und die Furcht vor Dingen, die ihn von ihm entfernen. Das ist das gesunde Herz. Und diese Gesundheit des Herzens kann man nur gewinnen durch die Kenntnis über Allah Ta'ala, Ma'rifatullah, die Kenntnis über ihn, über seine Eigenschaften, das Vertrauen auf ihn und derartiges. Und das ist, und dann sagt er hier, وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ, das ist die Realität des Tawhid. Das ist die Realität des Tawhid. طيب. Damit sind wir fertig mit dem sechsten Hadith. Den siebten Hadith beginnen wir morgen, inshallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين